60.000 Tickets sind bereits verkauft, heißt also, dass auch in diesem Jahr wieder 60.000 Menschen das Deichbrand-Festival in Nordholz bei Cuxhaven besuchen werden. Heute geht es los und meine Kollegin Maren Bruns ist bereits vor Ort. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher denn beim Festival? Ja, viel Party und viel Spaß und vor allen Dingen auch viel Musik. Und ich glaube, man hört es auch und sieht es vor allen Dingen auch ein bisschen im Hintergrund hier, dass die Leute schon ordentlich am Feiern sind. 128 Bands stehen hier auf insgesamt 6 Bühnen. Das sind so viele wie noch nie. Ich stehe hier gerade zwischen dem Parkplatz und dem Wohnmobil-Campingplatz. Und ich glaube, da ist für 60.000 Menschen auf jeden Fall für jeden was dabei. 128 Bands spielen hier auf 6 Bühnen insgesamt. Es gibt aber auch noch andere Workshops, zum Beispiel Yoga oder Bier-Yoga. Und das Besondere dieses Jahr wird vielleicht sein, dass es eben nicht nur gutes und trockenes Wetter gibt, sondern dass es auch ein bisschen Regen geben wird und vor allen Dingen auch Wind. Man merkt es jetzt auch schon. Es soll ein bisschen windig und regnerisch werden am Wochenende, aber ich glaube, ich habe schon mit ein paar Fans hier gesprochen, die eben zu mir gesagt haben, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern einfach nur schlechte Kleidung. Und ich glaube, deswegen steht einem guten Wochenende hier nichts im Wege. Ja, wenn zehntausende Menschen jetzt nach Cuxhaven strömen, was heißt das für die Verkehrssituation? Ja, es war heute ein ziemliches Verkehrschaos vorher, denn die A27, die Hauptanreiseroute, die war nämlich gesperrt. Da hatten Schwerlasttransporter gebrannt. Das heißt, es gab kilometerweise lange Staus. Aber das bedeutet aber auch, dass jetzt inzwischen hier die Fans so langsam eintrudeln, denn seit einer Stunde ist etwa die Strecke wieder frei. Und das bedeutet, ja, es kann hier so langsam losgehen. Der Regen in den vergangenen Tagen, der hat hier ein bisschen was aufgeweicht. Das heißt, für die Anreisenden gehen ein paar Bollerwagen schon kaputt, das habe ich schon gesehen. Aber ich glaube, das bedeutet trotzdem nicht, dass hier kein Spaß ist. Ich glaube, die Leute freuen sich. Maren Bruns, vielen Dank für diese Einschätzung und Eindrücke vom Deichbrand-Festival.